Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen auf der Fanmeile Schwerin an der Freilichtbühne zum Viertelfinale Deutschland gegen Argentinien. Die Tribünen sind schon gut gefüllt, circa 20 Minuten vor dem Spiel. Und wie seht ihr Deutschland, Argentinien? Wie geht's aus? 1-0. Für Deutschland? Jo. 2-0. Auf der anderen Seite, wie geht's aus das Spiel? Was tippt ihr? 1-0. Gewinnt durch Elfmeterschießen. Ja, also ein knappes Spiel auf beiden Seiten. Was wird das Spiel halt ausmachen? Was muss Deutschland tun, um das 1-0 auch zu erreichen? Ja, schneller spielen, schneller passen. Als gegen England? Ja. Worauf wird es besonders ankommen? Eher auf den defensiven Part Messi auszuschalten oder eher die Offensive über die Außen Müller-Podolski? Auf die Außen, auf Müller-Podolski. Und wenn wir die Außen überlaufen, dann gewinnen wir es auch? Ja, hundertprozentig. Wie seht ihr das? Was braucht die deutsche Mannschaft heute, um das Spiel zu gewinnen? Glück. Auch Glück. Reicht das völlig? Inwiefern Messi ist noch nicht so in Erscheinung getreten während der WM? Können wir ihn heute dann leichter ausschalten, oder? Nee. Meinst du also immer gefährlich, Demann? Ja. Deutschland, Argentinien, wie geht's aus? Ja, ich glaube heute also 2-1 wird. Für Deutschland. Lukas Podolski und Miroslav Klose und ein Tor für Messi. Und wie siehst du das? 3-1, auf jeden Fall. Wir schießen ein Tor. Ihr seid Argentinier? Sieht man so aus? Ja. Naja, Argentinien, Italien, wo kommt ihr her? Moskau. Aus Moskau? Also ist Russland, ne? Ja, ja. Das ist kein Sibirien. Das ist richtig gut. Also Russland, ne? Schon lange hier in Schwerin? 7 Jahre. Hm? Und schon jetzt ganz im Deutschlandfieber. Warum auf der Fanmeile? Weil bin ich der beste Fan auf der Welt. Ist so. Und als bester Fan muss man auf einem Public Viewing Deutschlandspiele feiern. Dann, also ich lade dich ein zu mir nachher, ne? Und fahren wir weiter. Und dann kannst du mir glauben, wir fahren wir nachher. Das. Also richtig auf Russisch dann? Kennst du, wie auf Russisch feiern wir das? Nee. Dann deswegen lade ich dir zu uns. Vielen Dank, aber ich muss nachher noch weiterarbeiten. Nachher aber, ne? Also du arbeitest bestimmt bis 11, ne? Du kommst nachher zu uns kommen. Ja, Bier trinken. Vielen Dank. Was braucht Deutschland heute? Was muss Deutschland heute tun, um A, Messi auszuschalten und B, das Spiel zu gewinnen? Ein bisschen Glück muss sein. Also Glück ist sehr wichtig für Deutschland heute. Aber ich dachte, also dass Deutschland gewinnt. Sowieso. 2-1, wie gesagt. Also Berlove sagt auch, das ist Galeo. Ein Maskott von 2006. Also er sagt auch 2-1. Also Argentinien ein wenig stärker wie England? Nee, das ist. Argentinien spielt besser als England, aber Deutschland ist beste Mannschaft. Ich dachte so, weil gestern hat gespielt also Holland gegen Brasilien und wir haben alle gesehen, dass also Favorit war Brasilien, aber trotzdem Holland gewinnt. Das heißt also, heute Argentinien auch also Favorit ist, aber trotzdem, wir dachten, Deutschland gewinnt und spielt gegen Spanien im Halbfinale. Alle anderen hat keine Chance. Okay, vielen Dank, Jungs. Wir sind Weltmeister, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wir schießen Tor.
So, Halbzeit auf der Freilichtbühne, 1:0 für Deutschland nach dem Tor in der dritten Minute von Thomas Müller. Wie fandest du die erste Halbzeit? Also war geil auf jeden Fall. Das 1:0 war schon, aber ich hoffe, dass die Deutschen weitermachen. Erzähl einfach weiter. Ich hoffe, dass die Deutschen weitermachen, so wie sie spielen. Aber hoffentlich schaffen wir das. Ey, wie viel Vertrauen hast du nach dieser doch starken ersten Halbzeit in die deutsche Mannschaft? Wie geht das Spiel aus? Das Spiel geht 3:0 aus. Das ist viel Zuversicht? Ja, wir haben gut begonnen. Die ersten 10 Minuten waren richtig geil, so wie immer, wie wir angefangen haben. Aber ab der 25. sind wir nicht mehr am Ball. Ne? 70% Ballbesitz, Argentinien. Also wenn es so weitergeht, fangen wir bald ein, glaube ich. Ja. Also Argentinien schläft halt ein bisschen ein uns jetzt. Also. Wir haben echt richtig gut angefangen. Also das war richtig top. Überrascht die Argentinier, die haben gar keinen Schicht gesehen. Und jetzt halt wirklich ab der 25. 30. Minute kriegen wir gar nichts mehr gebacken. Da ist Argentinien klar dominieren und wenn wir nicht aufpassen, dann, ja, dann fangen wir halt ein. Ne? Ja, ich hoffe mal, dass wir jetzt so rauskommen wie in der ersten Halbzeit und dann müssen wir jetzt noch einen nachlegen und dann wird das schon. Ja, aber was muss die deutsche Mannschaft jetzt tun, um dieses Einschläfern zu unterbinden? Ja, wieder früher raufgehen, die viel früher unter Druck setzen. Wir und hellwach sein, ja. Auch bei den Standards, gerade bei den Standards. Da dürfen wir nicht uns ja, die Pelle vom Brot nehmen lassen. Ne? Wie gesagt, die ersten 10 Minuten sind wir voll raufgegangen, haben die schon an der Mittellinie angegriffen und dann konnten sie auch nicht. Aber nachher haben wir uns weiter zurückgezogen und ja, jetzt sind sie am Ball. Die ganze Zeit. Es war zwar noch nichts Dickes von Argentinien, keine großen Chancen, aber ich sag, wenn es so weitergeht, einen fangen wir auf jeden Fall. Gut, wie zuversichtlich seid ihr trotz alledem? Wie geht das Spiel aus? 2:1 für Deutschland. Sag ich auch, 2:1 für Deutschland. Also Messi, der wird nochmal durchdrehen, der wird noch einen machen, aber dann haben wir noch einen Klose, der wieder ein unmögliches Tor macht, der haut ihn dann noch rein. Das Auto des Jahres 2010. Volkswagen, das Auto.